Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf unseren Sendern. Wir begrüßen Sie heute aus dem Landesfunkhaus des NDRs und mir gegenüber sitzt Herr Böskens. Herr Böskens ist Chef des Landesfunkhauses Mecklenburg-Vorpommern des NDR. Herr Böskens, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen und dass Sie unsere Fragen beantworten. Das ging auch relativ schnell, der Prozess irgendwie. Vielen Dank nochmal dafür. Und wir haben ja einige Fragen vor dem Hintergrund natürlich die Skandale im öffentlichen rechtlichen Rundfunk an anderen Standorten, wollen wir das dann natürlich auch mal hier in Schwerin hinterfragen. Erste Feststellung wäre natürlich auch von unserer Seite, dass der öffentlich rechtliche Rundfunk eine wichtige Säule der Mediendemokratie ist und dort große Verantwortung trägt. Also nicht nur für sich selbst, sondern aber auch für die gesamte Gesellschaft. Das sehen Sie ja genauso, ne? Absolut. Ja. Gut, wir haben folgenden Themen und Fragen. Erstmal, wie gehen Sie sozusagen beim NDR, natürlich also nicht nur Sie als Landesfunkhauschef, sondern auch Ihre Mitarbeiter, mit den Skandalen um? Und die Skandale sind ja nicht nur beim RBB mit Frau Schlesinger, sondern auch in anderen Systemen, in Kiel letztendlich, in Hamburg, in Bayern, beim NDR aufgetreten und strahlen vielleicht auch aus auf Mecklenburg-Vorpommern. Mich stört tatsächlich das Wort Skandal. Wir wissen noch nicht, was genau passiert, denn wir sind mitten in einem Aufarbeitungsprozess. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass wir uns sehr intensiv als NDR mit den Vorkommnissen und den vermeintlichen Verfehlungen beschäftigen. Und ich unterteile das immer in drei Komplexe, wenn ich mit den Kolleginnen und Kollegen darüber spreche. Und wir sprechen da sehr oft drüber, denn wir wollen da eine größtmögliche Transparenz und einfach auch einen diskursiven Prozess im Haus haben. Der eine Bereich ist der strafrechtliche Bereich. Da gibt es Untersuchungen in Berlin-Brandenburg, das wissen wir beim RBB, wo die Staatsanwaltschaft eingeschaltet ist. Es gibt auch Anzeigen in Hamburg. Das ist der eine Komplex, der sehr schwer wiegt. Für uns als Haus sind die Vorkommnisse in Kiel und die Vorwürfe, die da im Raum stehen, erheblich schwieriger und schwerer. Müssen wir noch mal konkretisieren, was das für Vorwürfe sind. Da geht es um Einflussnahme. Da geht es um Einflussnahme der Politik auf die Berichterstattung und das Durchstecken von Hierarchien in die Redaktionen, Setzen von Themen an Redaktionsabläufen vorbei etc. Können wir erstmal gleich mal festhalten, das gab es hier beim NDR in Mecklenburg-Vorpommern nie. Ich will never say never. Wir haben aber weil dieser Vorwurf so schwer wiegt, sofort zum Anlass genommen, um mit den Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch zu kommen. Und wir sagen, wir haben ein anderes Redaktionssystem. Wir haben sehr starke diskursive Prozesse, wo die Themen tatsächlich in partizipativen Prozessen erarbeitet werden. Es gibt hier kein Durchregieren. Es wird immer gemeinsam entschieden. Sicher gibt es auch mal Streit und da muss man entscheiden, nehmen wir das Thema oder das Thema. Das ist das Thema Priorisierung. Aber eine Einflussnahme der Politik oder sonstiger Institutionen hat es nie gegeben. Ich glaube, wenn Sie unsere und die Ihre Zuschauerinnen und Zuschauer so ein bisschen unsere Produkte, also das Nordmagazin, NDR1 Radio MV oder unsere App verfolgen oder unseren Webauftritt, dann wird man sehen, dass wir eigentlich unsere Verantwortung als öffentlich-rechtlicher Rundfunk im Sinne... Das habe ich jetzt auch gar nicht in Frage gestellt. Nein, ich wollte es nur sagen, dass wir das... Es ist ja immer so, ich denke, dass unsere Produkte beweisen, dass wir nicht Direktiven aus der Staatskanzlei oder von der Opposition oder sonst wem bekommen, um dann hier entsprechend Radio, Fernsehen und online zu betreiben. Nee, sondern ich auch nicht, sondern Sie machen ein sehr zugewandtes Programm natürlich, auch auf die Zuschauer ausgerichtet, also im Radio, im... Ich glaube, das wird nicht jeder Politiker unterschreiben, dass wir zugewandt sind. Und das ist unsere Rolle. Rolle. Dass wir zugewandt sind, zugewandt der Politik. Wir sind eine kritische Instanz. Wir versuchen für die Menschen in diesem Land gutes Fernsehen, gutes Radio und einen guten Online-Auftritt hinzubekommen. Und die Akzeptanzzahlen sind ja super. Genau. Also wir kommen gut an und das wissen wir auch. Wir haben eine hohe Akzeptanz. Genau, Sie haben nie diese Probleme gehabt hier beim NDR in Mecklenburg-Vorpommern, die jetzt man an anderen Standorten hat. Dass man sagt, ich sehe hier Ihr Büro, das ist alles ganz einfach, das ist transparent, das Lesen, da kann jeder... Das sind die Möbel von 1997 von meinem Vorvorgänger. Ja, von Herrn Schneider. Genau. Nee, aber das ist so eine Aussage. Wir sind das erste Mal hier, wollen darüber berichten und sehen das und das sind natürlich dann Argumente, die man sagt, hier in Schwerin im Landesfunkhaus stimmt zumindest das erstmal. Okay. Auf jeden Fall, das würde ich unterschreiben. Ja. Also Sie haben ja auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie gerade in einem Prozess drin sind. Ja. Auch dieser Prozess beschreibt ja, dass Sie hier in MV einiges richtig machen,
was woanders vielleicht noch nicht angekommen ist. Ich weiß nicht, ob wir alles richtig machen. Diesen Anspruch haben wir sicher nicht alles, sondern Sie haben gesagt einiges. Genau. Ich denke, und wir feiern ja, und das ist ja eigentlich auch der Anlass, das haben Sie leider nicht in der Anmoderation erwähnt, wir feiern ja 30 Jahre Ende in Mecklenburg-Vorpommern. Hätten Sie mir noch für die Anmoderation eine Chance geben können. Okay. Also, aber ich will nur sagen... Da wollte ich noch gratulieren. Na, also, vielen Dank. Ich weiß jetzt Dank. Nicht, ob ich das noch machen soll. Nein, okay. Bitte. Ich denke, wir hier in Mecklenburg-Vorpommern, der NDR und meine Vorgänger, aber vor allem die Kolleginnen und Kollegen, stehen für Innovation. Wir haben eine unfassbar hohe Innovationskraft. Dieses Gebäude ist entstanden und wurde Vorbild für ganz, ganz viele Funkhäuser in der ARD. Wir waren das erste Funkhaus, das digitalisiert war. Wir waren die ersten, die eine multimediale Struktur mit Elke Haferburg eingeführt haben. Gerd Schneider war wirklich auch Visionär, was Bimedialität anging, also die Zusammenarbeit von Radio und Fernsehen. Und jetzt sind wir eben, gehen wir den, wie Sie schon sagten, den nächsten Schritt und schaffen wirklich eine Struktur, die sich anpasst an den Mediennutzungswandel. Also wir wissen ja, das gilt für Sie auch, lineares Fernsehen, Durchschnittsalter, die Jüngeren gucken nicht mehr lineares Fernsehen. Auch im Radio sind die Zahlen rückläufig bei Jüngeren. Und wir müssen uns einfach darauf umstellen, dass wir unsere Inhalte auch ins Nonlineare bekommen. Das hat auch Auswirkungen auf nicht nur auf das Programm, sondern natürlich auf die Verteilung des Programms, sondern auch auf Kommunikationsstrukturen innerhalb des Betriebs. Absolut. Diese Prozesse sind erheblich, weil wir natürlich neue Rollen entwickeln müssen. Sie wissen, dass wir unter enormem Sparzwang sind. Wir können nicht sagen, wir wollen jetzt mehr online machen und kriegen dafür 20 Planstellen. Das wäre absurd. Das wäre in der heutigen Zeit völlig fehl am Platze. Sondern wir müssen tatsächlich schlau unsere Ressourcen einsetzen. Und das gilt es jetzt zu verändern. Und darum haben wir von Anfang an gesagt, nicht nur ich, sondern auch meine Kolleginnen, wir sagen, wir sind eine Doppelspitze, Gordana Partett als Chefredakteurin. Wir treten immer gemeinsam aus. Wir entscheiden auch gemeinsam. Das hilft auch in der Reflexion übrigens, wenn man nicht alleine die Verantwortung trägt, sondern sagt, okay, was hältst du von der Entscheidung? Wir haben von Anfang an gesagt, Führungskultur ist das Thema. Also hat sich die nächste Frage schon fast erledigt. Gibt es Geldverschwendung beim Landesfunkhaus in Mecklenburg-Vorpommern? Das ist immer eine Frage des Betrachters. Wir wissen, wir hatten früher eine Sommertour. Ich weiß nicht, ob Sie es erinnern. Das waren wirklich tolle Touren, wo wir in Regionen waren im Land, wo, sagen wir mal so, nicht so viel los ist. Ja. Und natürlich gab es da auch Anfeindungen nach dem Motto Geldverschwendung. Das sind Beitragsgelder und so weiter. Deswegen haben Sie es gleich eingestellt. Wir haben zumindest gesagt, als wir vor finanziellen, ja gut, als wir tatsächlich eine finanzielle Anspannung hatten. Das Format wird ja sehr vermisst. Das wird vermisst, jetzt beim natürlich. Schwedenfest zum Beispiel in Schwerin. Ja, klar. Nee, aber, wissen wir natürlich. Aber wenn wir den Auftrag ernst nehmen zu sparen, was wir tun mussten, einfach weil wir mit dem Geld quasi treuhänderisch umgehen müssen, was uns die Beitragszahler an die Hand geben, dann müssen wir auch priorisieren. Und unsere Hauptaufgabe ist es selbstverständlich, dass wir regionale Informationen bringen, dass wir regionalen Journalismus machen. Gut, klare Ansage, Sie priorisieren hier. Ist das Kontrollsystem innerhalb Ihres Hauses optimal? Das heißt, präzisieren Sie bitte die Frage, was heißt das Kontrollsystem? Heißt, gibt es einen Beirat, gibt es den Rundfunkrat, der auch auf die Auf- und Ausgaben guckt und Ihnen sagt irgendwie, okay, hier hätten Sie vielleicht falsch priorisiert oder beziehungsweise warum hier so viel Geld? Also wir haben einen Landesrundfunkrat und wir haben auch einen Verwaltungsrat. Der Verwaltungsrat ist aber für den gesamten NDR, wir haben aber Vertreter aus Mecklenburg-Vorpommern auch im Verwaltungsrat. Der Landesrundfunkrat, der übrigens im Mai fast komplett neu besetzt wurde, also von 11 Mitgliedern sind 8 neu und 3 alte. Das ist also immer ein Wechsel. Das ist sehr, sehr wichtig. Also das ist beim NDR im Gegensatz zum RBB, wenn man an den Verwaltungsrat denkt, schon sehr stark geordnet, dass man eben nicht ein Leben lang Landesrundfunkratsmitglied bleibt. Die beraten uns in Programmfragen, aber auch sie kontrollieren uns auch. Jeder Bürger, jede Bürgerin in unserem Land hat das Recht, sich an den Landesrundfunkrat zu wenden, wenn er meint, es liegt hier eine Verfehlung vor. Und das wird auch, das kann ich Ihnen sagen, sehr, sehr ernst genommen von den Landesrundfunkräten. Wir haben wirklich sehr gute Diskussionen, wo wir auch sagen müssen, wie wir es sehen und dann auch Menschen im Landesrundfunkrat es vielleicht anders sehen. Aber es ist ein wirkliches Kontrollgremium und ich kann Ihnen sagen, die, so wie ich die Gremien wahrgenommen habe, nehmen Sie diese Kontrollfunktion wirklich sehr, sehr gewissenhaft vor. Ja. Wie sieht es mit der Ausbildung beim NDR aus hier in Mecklenburg-Vorpommern? Das ist nicht beim Gesamt-NDR, sondern auf Mecklenburg-Vorpommern bezogen.
Es gibt Volontäre, aber nicht nur bei uns in Mecklenburg-Vorpommern. Was wir getan haben, ich weiß, das wird bei Ihnen ähnlich sein, es gibt einen Nachwuchsmangel im Journalismus. Das war vor 10, 15 Jahren noch völlig anders. Da sind wir nicht anders als andere Branchen. Wir haben jetzt, Volontäre, die wir ausbilden, aber die sind eigentlich für den gesamten NDR vorgesehen. So war das System bis vor einem Jahr. Das heißt, wir haben eine zentrale Ausbildung in Hamburg bzw. Hannover und die Volontäre haben dann in den unterschiedlichen Redaktionen im gesamten Sendegebiet Stationen und werden dort ausgebildet, inklusive zentraler Seminare etc. Aber wir haben jetzt auch sogenannte Regionalvolontäre, weil wir gesagt haben, wir wollen gerne Menschen, die auch aus dem Land kommen, eine Möglichkeit geben, ausgebildet zu werden und vielleicht auch, denn wir leben nun mal in einem ganz, ganz tollen Land, die sagen, ich möchte dann auch hier in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Ja. Wie sieht es mit der Ausbildung, Berufsausbildung aus? Berufsausbildung haben wir tatsächlich originär hier eine Ausbildung zum Bürokauffrau, Mann. Da haben wir gerade zwei neue, junge Menschen, die hier über den Flur laufen, die wir übrigens auch immer sagen, sagt uns mal eure Expertise für Social Media und online, denn das ist euer Bereich und nicht so stark unser Bereich. Aber diese Ausbildung gibt es auch. Ja, also Bürokauffrau bilden Sie aus. Und Techniker brauchen Sie nicht, weil da können Sie sich ja bei den regionalen Sendern bedienen. Das sage ich vor dem Hintergrund, dass wir auch schon natürlich ausgebildete Leute... sehr gut ausgebildete. Herr Böhm, Sie machen da einen ausgezeichneten Job. Danke, damit werben wir ja auch, dass die Leute ja direkt vom NDR übernommen werden. Aber trotzdem ist es für uns natürlich sehr schmerzhaft, dieser Prozess. Und da frage ich mich, warum bildet der NDR dann in dem Bereich nicht aus, wo Sie auch Bedarf haben? Machen wir auch. So, aber nur in Hamburg? Wir haben im Moment gerade, ich glaube, 10 oder 12 Mediengestalter da, wo wir auch hier Ausbildungsstationen sind. Also das ist ähnlich wie bei den Volontären. Ausbildungsstationen dann nur. Ausbildungsstationen, wo hier, genau. Und wir bieten immer, also wenn ich das jetzt sage, dann werden wieder vielleicht 3 Leute aus Ihrem Sender zu uns kommen. Wir suchen. Weil viele sagen, wenn man jung ist. Die Zuschauer schneiden wir eh raus. Wenn man jung ist. Dann will man vielleicht eher nach Hamburg als nach Schwerin. Das ist einfach so. Das ist eine normale Entwicklung. Nee, das akzeptieren wir auch. Und deswegen natürlich entwickelt man sich auch als junger Mensch und fragt natürlich an, wo kann ich unterkommen und wie kann ich mich natürlich weiterentwickeln. Das ist ja legitim auch. Ne? Dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Aber etwas dagegen einzuwenden ist, wenn man vielleicht selber nicht ausbildet und sagt, ich kann mich hier frei im System bedienen, weil ich mit öffentlich-rechtlichen Geldern natürlich andere Löhne, Gehälter zahlen kann als ein kleiner Privatsender. Aus zentral, aber wir haben hier auch Stellen und wir schreiben aus und wir haben aber, wie ich es vorhin bei den Journalisten, bei dem Nachwuchs geschildert habe, einfach ein Problem, die Menschen auch dazu zu bewegen, in dieses eigentlich tolle Land zu kommen. Aber es hat ein bisschen auch was damit zu tun. Schwerin ist halt eine für junge Menschen nicht ganz so attraktive Stadt wie Hamburg oder Sie sagen es, auch wir kennen das Problem. Ja, klar, da sitzen wir in einem Boot. Nee, wir sitzen nicht in einem Boot, das ist leider tragisch. Leider ist unser Boot wirklich da etwas leerer als Ihr Boot wahrscheinlich. Aber anderes Thema. Anderes Thema wäre für uns das Thema feste, freie Mitarbeiter. Ja. Ist ja auch ein Thema, was immer wieder in der Debatte ist, also bundesweit natürlich, weil dieses System natürlich auch ein Stück weit hinterfragt werden kann. Wenn wir jemanden auf Honorarbasis beschäftigen, dem wir im Grunde die Grundlage seines Lebens liefern mit diesem Einkommen, dann gilt das als Scheinselbstständigkeit, weil wir keine Sozialversicherungskosten abführen. Wie ist das beim NDR? Warum haben Sie so viele feste Freie? Und das über Jahrzehnte. Freie Mitarbeiter garantieren uns grundsätzlich erstmal eine Form von Pluralität. Wir stellen uns wirklich breit auf. Journalisten sind ja nur Artikel 5 des Grundgesetzes unterworfen. Und wir sagen, wir wollen die Vielfalt abbilden, eben auch durch freie Mitarbeiter. Freie Mitarbeiter haben eine Rahmenvereinbarung und haben auch gegenüber von festen Mitarbeitern, deshalb freie Mitarbeiter, viele Freiheiten. Nämlich, dass sie niemals von uns disponiert werden können, wie ein fester Mitarbeiter, sondern wir müssen immer ein Angebot machen,
bist du bereit zu arbeiten? Also diese Freiheiten sind enorm groß. Und es gibt, wenn man dann Nein sagt, wird man immer wieder angefragt. Nein, also es gibt keinen Zwang. Denn das ist ja letztendlich auch ein Festanstellungsrisiko. Die freien Mitarbeiter sind das Gerüst unseres Senders. Die Reporter, die Vielfalt in den Meinungen sind freie Mitarbeiter. Okay. Und das ist für uns enorm wichtig. Das wird durch die anderen Journalisten im Haus nicht abgebildet, die Vielfalt der Meinungen und so weiter. Wissen Sie, wir sind also die festangestellten Mitarbeiter können diese Vielfalt der Meinung. Also halten wir mal hier fest, Herr Bösen. Ganz schön hart, was Sie sagen. Nein, ich kann es Ihnen ja erklären. Wenn Sie jetzt noch mal nachfragen würden, als Journalist würde ich Ihnen das erläutern. Ja. Wir haben in den letzten 20 Jahren extrem viele Stellen abgebaut. Das heißt, letztendlich ist es eine Umschichtung in Richtung Desk, wie man so schön bei der Zeitung oder in. Das heißt, feste Mitarbeiter sind vor allem tätig als Planer, als Redakteure, die quasi Sendungen vorbereiten, Sendungen begleiten und abwickeln. Die Zeitung könnte sich das nie leisten, auch nicht diese festen, freien in Rahmenverträgen. Das kann nur der NDR machen, also weil es da, glaube ich, eine Ausnahme gibt und weil die Politik da wegguckt. Ich weiß nicht, also das ist eine Unterstellung. Es ist keine Scheinselbstständigkeit. Also wir sagen auch immer, dass freie Mitarbeiter sich breit aufstellen und sollen. Und sie sparen dadurch natürlich. Also sie müssen ja sparen, auch wahrscheinlich als öffentlich-rechtliches System auch. Aber sie sparen dadurch natürlich auch, was Einzahlungen in den Rententopf anbelangt? Oder wie handhaben Sie diese Fragestellung? Boah. Jetzt, das ist wirklich jetzt. Also da ist dann jeder Mitarbeiter dann oder jeder freie, feste Mitarbeiter auf sich selbst geworfen, natürlich. Die Altersvorsorge, die für die anderen Mitarbeiter beim NDR relativ gut ausfällt. Für die festen Mitarbeiter. Ja, es gibt eine betriebliche Altersversorgung, aber es gibt inzwischen drei Klassen, weil die natürlich auch immer weiter reduziert wurde. Also das ist jetzt neueren Kollegen, also das ist schon geht schon in Richtung Sozialnetz. Also alte Kollegen haben tatsächlich eine Altersversorgung, wo wir immer noch mit zu kämpfen haben, denn jede Tarifsteigerung ist auch entsprechend rentenrelevant. Freie Mitarbeiter, da haben Sie recht, sie bekommen keine Rente, aber sie bekommen Urlaubsgeld. Sie bekommen auch, wenn man sich trennt, dann bekommt man ein Übergangsgeld. Also es gibt schon eine soziale Absicherung. Bei festen Mitarbeitern? Bei freien Mitarbeitern auch. Aber bei festen ist es eben, feste Mitarbeiter, die können wir disponieren. Wie jeder feste Mitarbeiter, die arbeiten hier ihre tarifliche Zeit im Norddeutschen Rundfunk. Bei freien Mitarbeitern gibt es wirklich eben auch viele Menschen. Und es kommt, es kommt vielen Menschen ja entgegen, die freie Tätigkeit. Weil der Freizeitwert, Sie wissen, dass sich da auch einiges geändert hat, was Life-Work-Balance angeht. Genau. Und dass diese Änderung im System sozusagen des Freizeitverhaltens nutzt, kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier natürlich auch bewusst nutzen, natürlich, um einfach ein bisschen zu sparen, ne? Wir sparen nicht mit freien Mitarbeitern. Okay. Das System ist ja so angelegt. Also das ist ja Ihre Aussage, was noch mit dazukommt, sind ja Unternehmen, die für Sie im Einsatz sind auch. Also Sie haben ja überall im Land natürlich auch Unternehmen, die für den NDR natürlich auch Produktionsaufträge mit übernehmen und die dann natürlich auch Journalisten mit beschäftigen, die teilweise als feste Freie, aber teilweise auch für die Unternehmen im Einsatz sind. Und die unterliegen ja dann auch keinen gewerkschaftlichen oder sonstigen Prozessen, die ja bei den festen Mitarbeitern beim NDR gang und gäbe sind. Das ist aber kein Problem. Also ich sehe da kein Problem, das ist rechtlich geprüft. Wir müssen aber ein bisschen differenzieren. Also wir kaufen sehr stark, einfach weil wir auch nicht mehr die Kapazitäten haben, technische Dienstleister ein. Das ist das eine. Darüber hinaus gibt es, und dann stellen wir einen Reporter dazu. Also da ist die technische Dienstleistung ein Reporter, der über uns bezahlt wird. Was Sie meinen, sind Auftragsproduktionen. Das ist relativ gering. Ich kann Ihnen da bin ich wirklich nicht darauf vorbereitet, Ihnen die Zahlen, die kann ich Ihnen immer gerne nachliefern. Auftragsproduktionen machen wir sehr häufig bei größeren Produktionen, aber in dem normalen Tagesgeschäft sind Auftragsproduktionen eigentlich nicht mehr. Da ist es ja auch gang und gäbe, dass man sich bei Ihnen bewerben kann, natürlich dann auch für Auftragsproduktionen. Genau, ganz genau. Also das ist ein ganz normales Geschäft. Anderes Themenfeld ist nochmal Frau Rosbach, ehemals Frau Rosbach-Hesse, die ja auch hier am Landesfunkhaus
in Schwerin beschäftigt war und die jetzt in Hamburg gehen musste. Sie war hier bis 2010. Mhm. Ist Ihnen bekannt, dass es in der Zeit, in der sie hier war, denn Verfehlungen gab? Nein. So, und man wirft ja heute vor, sie hätte sozusagen Vetternwirtschaft betrieben, indem sie ihre Tochter promotet hat. Vielleicht war die Tochter damals noch gar nicht in dem Alter. Aber auch Verwandte promotet hat. Und dass sie sozusagen dieses System auch ein Stück weit ausgenutzt hat. Also mir ist das nicht bekannt. Ich habe mit Sabine Rossbach hier vertrauensvoll zusammengearbeitet, aber wir hatten zwei getrennte Bereiche. Ich war verantwortlich für den Hörfunk, sie war verantwortlich fürs Fernsehen. Ich möchte nur vielleicht einen Aspekt nennen. Als die Vorwürfe gegen Sabine Rossbach hochkamen, haben wir sofort, weil wir diese Gefäße auch haben, mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen. Wir haben gesagt, bitte sagt uns, ob ihr Erkenntnisse habt. Wir haben noch nichts gehört und ich gehe auch davon aus, dass nichts war. Gut, das dazu. In Rostock gibt es ein Baufeld, das Glatte Aal 2 genannt, auf dem keine archäologischen Grabungen stattfanden in dem Umfang, wie man es sich gewünscht hätte. Also uns haben 2021 besorgte Bürger in einem Brief darauf aufmerksam gemacht, dass dort nicht archäologisch gegraben wird, obwohl es natürlich ein historisches Baufeld mitten im Herzen der Stadt ist. Waren Sie da schon in dem Verein selbst? Waren Sie einer der besorgten Bürger? Nee, ich war keiner der besorgten Bürger. Zu dem Zeitpunkt war ich keiner der besorgten Bürger, sondern wurde durch einen Freund, einen Bekannten auf diesen Brief aufmerksam gemacht. Und dann habe ich den Mann, der diesen Brief geschrieben hat, auch kennengelernt. Ich muss aber natürlich sagen, dass wir als Sender immer daran interessiert waren, natürlich über Kultur, über Archäologie zu berichten, weil das natürlich ein hochspannendes Thema ist, was unsere Vorfahren da getrieben haben und natürlich deren Überbleibsel freizulegen, wo wir natürlich genau wissen, dass Archäologie im Grunde auch ein Prozess der Zerstörung ist, wo man ja unterschiedliche Schichten freilegt, um dann natürlich am Ende alles abzubaggern und vielleicht eine Tiefgarage hinzustellen. Das ist ja auch legitim. So, aber was uns gewundert hat in dem Zusammenhang, dass es offensichtlich dort einen Skandal gab, nämlich dass ein Bauherr gegen bestehende Gesetze verstoßen hat, indem er bestimmte Lücken genutzt hat und wie auch immer und massiv letztendlich Spundwände gesetzt hat und meterweise tief archäologisches Gut abgegraben hat. Und der NDR hat nicht berichtet. Falsch. Der NDR hat eine Falsch. Andere... Ganz kurz, der NDR hat ja eine andere Durchschlagskraft als wir, als Regionalfernsehen. Aber das Fernsehen des NDR... Jetzt sind wir beim Punkt. ...hat nicht berichtet. Also Herr Böhm, ich bin natürlich auch die besorgten Bürger. Ich bin sehr dankbar, dass Sie mir als Konkurrenzmedium enttäuscht. Ja, verstehe ich. Wenn Sie mich kalt mit diesem Thema konfrontiert hätten, hätte ich gesagt, ich kann mich da null dran erinnern. Ich weiß das nicht. Ich bin überhaupt nicht in der Causa drin. Da Sie mich aber vorbereitet haben, habe ich mir das angeschaut, was wir getan haben. Ich gebe Ihnen recht, wir haben nicht im Fernsehen berichtet, aber wir haben ausführlich im Hörfunk berichtet. Da kann ich Ihnen alles vorspielen, was wir getan haben. Warum wir im Fernsehen nicht berichtet haben, entzieht sich komplett meiner Kenntnis, weil ich nicht im operativen Geschäft drin bin. Das ist erstmal die Antwort zu dem Thema. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe mir auch, nachdem ich mit dem Thema konfrontiert worden bin, mal angeschaut, was hat die NNN gemacht und was hat die Ostsee-Zeitung gemacht. Das war auch nicht üppig. Die einzigen, die sehr, sehr intensiv über dieses Thema berichtet haben, war MV1. Genau, das muss warum? Man auch, das muss man auch ganz warum? Das muss man auch ganz warum? Gegenfrage, warum muss man, haben Sie so intensiv darüber berichtet? Das muss man auch ganz klar sagen, das ist ein Schock gewesen. Also auch für viele Akteure sozusagen aus der Szene. Ich wollte nur noch mal darauf kommen. Für viele Experten ist es auch ein Schock gewesen. Herr Böhm, warum sind die NNN, die Ostsee-Zeitung und der NDR nicht so intensiv in der Berichterstattung gewesen und Sie so stark? Ich möchte jetzt nicht die Motivation sozusagen der einzelnen Akteure hinterfragen. Okay. Oder erläutern oder mich dann Spekulation verlieren. Gut, ich kannte das Thema überhaupt nicht vorher. Das möchte ich gar nicht. Aber Sie müssen das Thema gekannt haben. Weil ich weiß zum Beispiel von Mitarbeitern des NDRs, die hier im Funkhaus gearbeitet haben in Schwerin, dass das Thema nicht gespielt wurde, weil es als nicht so wichtig erachtet wurde. Und das ist sozusagen aus meiner Sichtweise heraus, wenn es sozusagen in den letzten Jahren einen Bauskandal gegeben hat, dann auf dieser Fläche Glatter Aal, wo eben das, was wir als gesellschaftlichen Konsens begriffen haben, nämlich archäologische Grabung, wenn ich in einer Stadt wie Rostock mitten im Zentrum bauen möchte, dass das Konsens ist, das wurde dort verletzt. Und da hat der NDR meiner Meinung nach versagt.
Also ich würde nicht so weit gehen, dass wir versagt haben. Vielleicht haben wir das Thema anders eingeschätzt als Sie und einen anderen Schwerpunkt genommen. Ich merke ja Ihr Engagement für dieses Thema. Sie brennen ja dafür. Und Sie haben ja auch einen Brief mit unterschrieben und so weiter. Denn ich habe mich ja, wie gesagt, ich habe mich mit dem Thema ja daraufhin beschäftigt, nachdem Sie gesagt haben, wir hätten da nicht richtig. Wir haben im Hörfunk genau differenziert darüber berichtet. Ja. Wir hatten es als Top-Thema in der Tag und im Kulturjournal und haben im regionalen Programm, wir haben ja die Fensterschaltung bei NDR 1 Radio MV auch darüber berichtet. Warum wir mit dem Fernsehteam nicht da waren, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber wir müssen jeden Tag entscheiden, wir müssen priorisieren. Die Sendezeit beim Nordmagazin ist extrem begrenzt. Aber das können wir nicht mehr nachvollziehen, weil es in einem diskutiven Prozess in einer Redaktion erfolgt, das kennen Sie, dann wird gesagt, okay, welche Themen können wir umsetzen, welche wollen wir umsetzen. Aber es gab ganz bestimmt keine Direktive, das Thema nicht zu machen, denn wir haben es gemacht. Nur nicht in dem Ausspielweg Fernsehen. Also Sie sagen uns ganz konkret, also Berichterstattung wurde nicht unterdrückt. Nein, hier wird niemals Berichterstattung unterdrückt. Gut, gute, klare Aussage von Ihnen. Also der NDR ist dort auf dem sicheren Weg. Der NDR in Mecklenburg-Vorpommern kann man vertrauen. Ja. Auch was sozusagen Verschwendung anbelangt, auch was sozusagen die Kommunikationsprozesse in den Strukturen anbelangt, auch was die seriöse Nutzung der Mittel, der öffentlich-rechtlichen Mittel anbelangt. Auf jeden Fall. Wir halten uns an die gängigen Kriterien, die journalistischen Kriterien. Wir haben immer unsere Kunden im Blick. Das sind die Hörerinnen und Hörer, die Zuschauerinnen und Zuschauer, die Nutzerinnen und Nutzer. Und für die machen wir stellvertretend ein gutes Programm. Und davon bin ich überzeugt. Und die Zahlen, die Einschaltquoten und die Nutzungsdaten geben uns einfach recht. Wir genießen ein hohes Vertrauen und wir sind uns auch dieser Verantwortung sehr bewusst. Sehr bewusst. Und deshalb bei uns in den Redaktionen wird über jedes Thema diskutiert. Hier wird kein Thema, natürlich wird ein Thema abgelehnt, logischerweise. Aber das ist dann eine Frage der Priorisierung und das trifft nicht der Direktor schon gar nicht, weil ich nicht im operativen Geschäft bin, auch nicht die Chefredakteurin und kein Redaktionsleiter, sondern das wird im Team besprochen und dann gibt es Planungsredakteure, die ihre Sendung bauen müssen und so weiter. Also das ist, es ist ein hochkomplexer Prozess und wir sind uns der Verantwortung bewusst, dass wir da tatsächlich auch ein Stück weit treuhänderisch sind für die Menschen in unserem Land. Gute Aussage, Herr Bösgen. Lassen wir das jetzt mal im Raum stehen. Am Freitag feiern Sie den 30. Jahrestag des Bestehens des NDRs in Mecklenburg-Vorpommern. An dieser Stelle möchten wir natürlich auch schon mal einen Glückwunsch aussprechen. Dankeschön. Wir sind an dem Tag auch mit vor Ort und werden auch dort berichten. Wir freuen uns. Vielen Dank für das Gespräch. Liebe Zuschauer, Dankeschön. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es hier wieder heißt Interview der Woche.